Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Guckenmusik und Fasnachtsküchli, die sind ja in den nächsten Tagen und Wochen wieder hochaktuell. Fasnachtsküchli, die hat man ja früher praktisch in jedem Haushalt noch selber gemacht. Und warum man in bestimmten Gegenden nach Knüblatt sagt, das kommt davon, weil man es eben über dem Knü in die typisch runde Form gezogen hat. Aber so einfach, wie das bei der Angela aussieht, ist es eben nicht. Und darum sorgen das in der Coop-Bäckerei Maschinen, die von früh bis spät im Einsatz sind, um die enorme Nachfrage während dieser kurzen Zeit bewältigen zu können. Aus traditionellen Zutaten wird der Teig geknetet und anschliessend in mehreren Arbeitsgängen hauchdünn ausgewalzt. Dann blitzschnell ausgestanzt und im heissen Fett knusprig gebacken. Jetzt werden die Fasnachtsküchli noch mit Puderzucker verschönert und von Hand sorgfältig zusammengetragen, damit sie nicht verbrechen. Falls Sie jetzt Lust bekommen haben, die Fasnachtsküchli wie die Angela selber zu machen, probieren Sie es doch einmal. Problemlos und sicher fast genauso gut sind allerdings die, die Sie jetzt bei Coop kaufen können. Und jetzt verratet Ihnen die Studioküche. Ein herrlicher Hefegugelhopf ist immer ein Blickfang auf dem Kaffeetisch. Ich zeige Ihnen jetzt gerade, wie man es macht. Zuerst Hefe mit einem Kaffeelöffel zuckerflüssig rühren. Dann Milch erhitzen und den Anker drin verlaufen. Alle Zutaten, Salz nicht vergessen, zu einem glatten Teig verrühren. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Jetzt kommen noch ein bisschen Fruchtwürfel rein. Und dann den Teig schlagen, bis er blottern wirft. Dann in eine Gugelhopfform füllen und ihn zudeckt an einem warmen Ort um etwas doppelte Logo. Den Gugelhopf in den kalten Ofen schieben und bei etwa 200 Grad 55 bis 65 Minuten backen. Vor dem Servieren den ausgekühlten Gugelhopf mit Puderzucker bestreuen. Wenn Sie jetzt lustig geworden sind, dann schlagen Sie die Coop-Zeitung von dieser Woche auf. Dort drin steht nämlich das genaue Rezept. Viel Vergnügen! So viel für heute aus dem Coop-Mittwochstudio. Wir danken fürs Zuschauen. Aber achten Sie jetzt noch auf Coop-Aktionsangebote, die wir Ihnen gerade anschliessend zeigen. Zum Anfang ein aktuelles Blumen- und Pflanzenangebot. Alle Coop-Blumenabteilungen offerieren Ihnen so einen Tulpenstrauß für nur 3,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 4 Dosen Cha-Cha-Cha-Katzennahrung statt 3,40 nur 2,80. Eine Packung Kambli-Brezeli statt 2,70 nur 1,90. 1 Kilo USA-Vitamin oder Vialone-Reis für nur 1,25. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Tarocco-Orange aus Sizilien im Netz an 1 Kilo nur 1,80. Auf Wiedersehen!